Hallo zusammen. Kennt ihr eigentlich diese Abnehm-Stories oder auch Stories über besondere andere Ereignisse, berufliche Neuorientierungen, irgendwelche speziellen Liebesgeschichten und, die es immer so in Frauenzeitschriften gibt? Ich muss ja gestehen, ich habe das früher ganz viel und ganz gerne gelesen. Natürlich vorwiegend die Abnehm-Stories, weil das ja bei mir auch immer ein Thema war. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, ja, wer wirbt sich da eigentlich? Steht ja dann immer drunter, ne? Haben sie auch abgenommen oder haben sie auch dies und jenes erlebt, dann bewerben sie sich. Ich habe damals öfter mal gedacht, so in den ersten Zügen, als ich angefangen habe abzunehmen, ob ich mich denn da auch mal melden würde, wenn es dann klappt. Und ich habe mich auch immer gefragt, wer sich da denn wirklich meldet und ob das dann wirklich alles so stimmt oder ob die da einfach nur von irgendwelchen Leuten Fotos machen. Ja, und was soll ich sagen? Irgendwann bin ich selber in dieser Zeitschrift oder in einer dieser Zeitschriften gelandet mit meiner Abnehmstory. Allerdings habe ich mich da nicht beworben. Und ich wollte euch in diesem Video mal erzählen, wie das überhaupt so abgelaufen ist, wie die Erfahrungen dann auch waren, wie die Story quasi entstand für die Zeitung. Und natürlich habe ich das Originalexemplar auch noch hier. Kann ich das noch so ein bisschen zeigen, wie das dann ausgesehen hat? Ja, und zwar war ich damals in der Zeit, als ich eben angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, abzunehmen und, auch in einem Abnehmforum unterwegs. Habe da damals auch sehr aktiv viel geschrieben, meine eigenen Erfahrungen als Tipps weitergegeben, mir selber wieder Tipps und Anregungen geholt. Und irgendwann hatte ich mal eine persönliche Nachricht, also eine PN, wie das so schön heißt, in meinem Postfach dort. Und das war eine, ich meine, es war die Redakteurin, wie auch immer, von einer Frauenzeitschrift, beziehungsweise auch von einem Verlag, der mehrere Frauenzeitschriften, wie auch immer die so zusammenhängen, da quasi vertritt. Und die hatte mich gefragt, sie hätte das halt gelesen, hätte so ein bisschen meine Postings verfolgt und ob ich denn Interesse hätte, dass meine Abnehmgeschichte mal in der Frauenzeitschrift Alles für die Frau erscheint. Ja, war ich erstmal ein bisschen baff und habe mich dann halt zurückgemeldet, habe gesagt, prinzipiell schon, weil ich finde sowas auch spannend und ich habe auf sowas auch Lust und habe dann erstmal gefragt, wie das denn so wäre. Ja, und als sie mir das dann alles so gesagt hat, habe ich gesagt, ja gut, das klingt gut. Kleine Aufwandsentschädigung, Info-Honorar, wie man es nennen wollte, gab es auch noch dafür. Und da habe ich dann gesagt, okay, machen wir das mal. Ja, und das ist dann für die Story folgendermaßen abgelaufen. Die haben einen Termin für ein Telefoninterview gemacht. Das heißt, so die Story und die Fragen und so weiter, das haben wir alles über Telefon geklärt. Das war ein ganz nettes Gespräch und hinterher wurde mir das auch nochmal zugeschickt, dass ich dann so ein bisschen grob lesen konnte, wie haben die das dann als Story halt auch gepackt. Weil logisch, die machen das ja immer so wie so ein Text. Ich bin ja selber Content Creator und bin da auf Plattformen, wo ich gewisse Sachen vielleicht auch mal zusammenfasse, wie auch immer. So, die haben mir das also geschickt, damit ich gegenprüfen kann, ob ich jetzt damit einverstanden bin, ob die alles richtig erfasst haben und das dann aufgeschrieben haben und. Ja, und das war dann soweit auch in Ordnung. Es war, glaube ich, ein kleiner Fehler drin, habe ich dann hingeschrieben, das verbessert bzw. richtig gestellt. Die haben das abgeändert, war also alles wunderbar. Ja, und dann hat man einen Termin mit mir gemacht, wo es hieß, ich sollte mir den ganzen Tag Zeit nehmen und es würde ein Fotografenteam zu mir nach Hause kommen. Die haben mir dann gesagt, bitte such dir ein paar Outfits raus, haben dann auch gesagt, so ein bisschen die und die Farben sollten das haben, was dann da überkommt und. Ja, und das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Und das habe ich dann auch gemacht und dann war also der Tag da. Ich weiß noch relativ genau, das war irgendwann im September 2008. Das war kurz vor unserer allerersten Kreuzfahrt, vor unserer Flitterwochenkreuzfahrt. Ja, und dann war ich schon ganz nervös aufgrund sowieso dieser Kreuzfahrt und dem allen und dann eben dieser Fototermin. Ja, und da war das so, die kamen also wirklich recht früh morgens an. Wir haben dann, die haben mich dann wirklich geschminkt, gestylt, die Haare gestylt und. Und dann wurden Porträtfotos gemacht, quasi musste ich wirklich so ein bisschen modeln, wie man das so kennt, bei uns im heimischen Wohnzimmer im Prinzip, in verschiedenen Outfits. Die haben dann auch verschiedene Sachen also ausprobiert, beziehungsweise von allen möglichen dann Fotos gemacht in allen möglichen Posen. Dann wurde ich in der Küche fotografiert, wie ich da dann quasi am Obst schnibbeln war. Ja, und zu guter Letzt hieß es dann noch, ob die auch Bilder dann in dem Fitnessstudio machen könnten, in das ich damals regelmäßig gegangen bin. Denn ich hatte erwähnt eben, dass das Fitnessstudio direkt gegenüber unserer Wohnung damals lag.
Ja, und dann hatte ich das im Vorfeld schon abgeklärt und habe gefragt, ob das für die Inhaberin dort, die auch sehr nett war, immer okay wäre, wenn da also ein Fotografenteam kommt und wenn eventuell eben ein Foto, wo das Fitnessstudio mit drauf ist, in der Zeitung abgebildet ist. Ja, war für die okay und so sind wir dann rüber. Ja, und ich kam mir da ein bisschen in Anführungsstrichen komisch vor, sage ich mal, weil ich bin so gestylt, wie ich war. Das heißt, ich war vollkommen geschminkt, habe mir dann nur die Haare zusammengebunden, bin ich in Sportklamotten dann rüber und dann haben wir einfach nur so ein paar ja, Bilder auf dem Crosstrainer dort gemacht. Ne? Und, also nicht, dass ich da richtig trainiert hätte. Und irgendwie war das merkwürdig, weil natürlich haben die Leute auch so ein bisschen geguckt und viele kannten mich da ja auch, weil ich regelmäßig trainiert habe. Aber das war ganz okay. Also ich fand es für mich in der Wohnung dann ein bisschen angenehmer, das zu machen, wo dann so keiner drumherum ist. Aber es war dann letztendlich auch okay und es hat auch nicht so lange gedauert. Ja, und dann war es eben so, dass damit dann quasi dieser Tag abgedreht oder abgewickelt war. Und es dann hieß, okay, die Zeitschrift, in der es dann kommt oder die Ausgabe kommt dann im November. Das war natürlich für mich ein bisschen blöd, weil ich war ja schon neugierig, wie sieht das aus? Also ich habe dann auch wohl die Fotos bekommen, die durfte ich auch behalten. Es waren wirklich teils auch schöne Sachen bei. Aber die Ausgabe selber, wie das dann in der Zeitung wirkt, ob da schon vielleicht was vorne mit drauf ist oder ob ich nur drinnen abgebildet bin, ob groß, ob klein, wie auch immer vorne, wusste ich ja nicht. Ja, und dann kam dieser November-Tag und dann bin ich natürlich direkt los und habe die Zeitschrift geholt. Und das hier oben, da sieht man so quasi diesen, ja, diesen Vorspann, hätte ich was gesagt. Und da konnte ich es also schon sehen. Die hatten das Vorher-Nachher-Bild und dann zeige ich euch auch nochmal, wie das Ganze ausgesehen hat. So, mal gucken, das war Seite 12, 13, genau. So, dann hatte man hier einmal also das Foto, was man dann so bei uns im Wohnzimmer gemacht hat. Unten nochmal natürlich mein Foto, was ich denen auch zur Verfügung gestellt hatte aus meiner ganz dicken Zeit. Hier sieht man mich, also schön schnibbeln und Obst essen in unserer damals so wunderschönen Küche, die ich hier immer noch vermisse, wenn ich die Küche angucke, die wir hier haben. Aber auch das hat dann hoffentlich in 2 Jahren ungefähr ein Ende. Ist aber jetzt ein anderes Thema, kommt dann bestimmt auch noch als Video. Aber so sah dann die Seite aus. Ja, auf der anderen Seite ist dann das Bild von mir im Fitnessstudio. Und wenn man dann so sieht, hat man natürlich hier auch noch so eine Tabelle, steht dann hier klug tauschen statt verzichten. Da wurde dann so aufgeschrieben, was wir so ein bisschen im Telefonat auch erörtert haben, wo die mich dann eben gefragt haben, auf was verzichtest du denn oder wie machst du das? So, und dann habe ich halt auch manchmal gesagt, was ich dann anstelle von gewissen Dingen esse oder so. Und daraus haben die dann eben auch nochmal so optisch eine Tabelle geformt, das ein bisschen anders aufgepimpt, noch was ergänzt. Ja, aber alles in allem muss ich sagen, weil ja immer ganz oft so kommt, dass vieles vielleicht auch gefaked ist, sei es im Fernsehen. Da habe ich übrigens auch eine Erfahrung, kann ich vielleicht nochmal ein anderes Video dann machen. Oder sei es jetzt in Zeitschriften, dass da vieles dann einfach nur zugedichtet wird oder die was ganz anderes schreiben als wahr. Das kann ich bei mir überhaupt nicht bestätigen. Also das lief wirklich super gut und alles in Abstimmung und ich konnte das auch vorher alles abnehmen, also ne, vom Text her und so weiter. Ja, und das Coole daran war zum Beispiel, dass dann etwas später, ein paar Monate später, ich nochmal eine Nachricht bekommen hätte, ob es für mich okay wäre, wenn meine Geschichte nochmal in etwas abgeänderter Form, also schon alles, was da passt, aber eben ein bisschen anders in einer anderen Zeitschrift von denen, ich glaube, es war sogar Bild der Frau, veröffentlicht wird. Ich habe dann nochmal ein kleines, ja, Informationshonorar, wie es so schön hieß, bekommen dafür. Nicht mehr so viel wie beim ersten Mal, weil ich hatte ja auch keinen Aufwand mehr damit. Es war ja alles da. Es war nur nochmal dafür, dass ich das okay gegeben habe, dass die es nochmal in einer anderen Form, in einer anderen Zeitschrift drucken durften. Und dann ist vor ein paar Jahren sogar nochmal was ganz Tolles passiert. Und zwar haben die mich nochmal angeschrieben. Da wohnten wir schon hier in der Wohnung oder hier in unserem Haus. Das ist also nach 2010 gewesen, also schon mehr als 2 Jahre her. Und da wohnten wir auch schon etwas länger hier. Da haben die mich also nochmal angeschrieben und dann einfach so gefragt, wie es denn aussehen würde. Ich hätte ja mal meine Abnehmgeschichte für die alles für die Frau erzählt, habe das ja freigegeben und habe dort den Bericht gehabt, ob ich denn immer noch mein Gewicht
relativ halten konnte oder ob ich schon wieder stark zugenommen hätte und falls nicht, also falls ich noch in der ähnlichen Form eben geblieben bin und das halten konnte, ob es dann für die okay wäre, wenn die nochmal kommen würden, nochmal Fotos machen, dass man die Story nochmal in einer Form dann nochmal neu bringt. Ja, und da habe ich natürlich dann ja gesagt und dann waren die nochmal hier. Allerdings war das dann schon nicht mehr ganz so aufwendig und es war auch nicht ganz so toll. Also es hat sich da keiner mehr geschminkt, es kam einfach nur eine Fotografin, die nochmal zwei, drei Fotos hier aktuell von mir gemacht hat. Ja, und das war es dann eigentlich. Aber auch dafür gab es dann wieder so eine kleine Entschädigung. Ja, und da man solche Aufwandsentschädigungen ja bis, ich glaube, sogar 3.500 oder sowas steuerfrei dann haben kann, das dann angeben muss, zwar in der Steuererklärung, was wir natürlich auch gemacht haben, aber da groß keine Abzüge waren, war das natürlich auch wieder ein schönes Taschengeld für wenig Aufwand. Und ich muss sagen, es ist schon, man sieht es ja auch, ich habe es aufbewahrt, meine Mama hat die Zeitschrift, ein paar Freunde haben es gesehen und, und. Es ist auch eine schöne Erfahrung und es ist eine schöne, ja, ich sag mal, ein schöner Lohn oder eine schöne Anerkennung dafür, für das, was man geschafft hat. Ja, und von daher, also falls ihr sowas auch interessant findet für euch oder schon lange mal überlegt habt, ob ihr euch mit irgendeiner Geschichte, die ihr erlebt habt, mal dort bewerbt, wenn ihr das immer so lest in den Zeitschriften. Also ich kann nur Positives berichten. Kann auch nur vom Team sagen, die da waren damals, dass das alles super nett war, alles total locker war und es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, und vielleicht, wenn der ein oder andere ähnliche Erfahrung hat oder vielleicht auch was Gegenteiliges, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann sowas ist immer ganz cool, so ein Austausch. Dann weiß man vielleicht auch von wem oder was man sich vielleicht doch besser fernhält oder wo man sagt, ja, das kann man durchaus mal machen, wenn man selber für sowas offen ist. In diesem Sinne sage ich Tschüss bis zum nächsten Video und habt noch einen schönen Tag.